Mein Name ist Andreas Lode. Ich bin seit 2002 Mitglied des Stadtrats und seit 2014 Mitglied des Kreistags. In diesen Gremien, denen ich dort tätig war und bin, galten für mich immer fünf Schlagwörter als Richtschnur für Entscheidungen: Personalität, Subsidiarität, Solidarität, Retinität und Gemeinwohl. Vielen von Ihnen werden diese Begriffe bekannt sein als die Prinzipien der christlichen Soziallehre, die nicht zuletzt nach der oder in der Industrialisierung an Bedeutung gewonnen haben und bis heute in Politik und Wirtschaft berücksichtigt werden. Personalität sieht den Menschen im Fokus. Wie geht es ihm? Wo braucht er Unterstützung? Wie kann er sich entfalten? In der Kommunalpolitik sind wir da natürlich besonders gefordert. Das beginnt in der Kindheit mit guten Krippenplätzen, guten Betreuungsplätzen, geht weiter über gut ausgestattete Schulen bis hin zu den Arbeitsstätten, die wir vorhalten müssen, um die wir uns kümmern müssen, dass die Wirtschaft prosperiert, damit die Menschen auch arbeiten können. Und die Person muss natürlich auch dahingehend gefördert werden, dass sie eine entsprechende Wohnstätte hat. Ob im geförderten Wohnbereich oder im Eigenheimbereich, die Möglichkeit bieten, Heimat zu finden. Personalität. Die Subsidiarität gilt es auch zu berücksichtigen. Subsidiarität meint Hilfe zur Selbsthilfe. Wir greifen dort ein, wo die Menschen oder die Institution unsere Unterstützung benötigt. Wir lassen aber den Raum zur eigenen Entfaltung und zur Möglichkeit, selber etwas zu schaffen. In Fürstenfeldbruck haben wir überwiegend ganz gute Erfahrungen damit geschaffen und gemacht, dass Vereine ein Stück Eigenverantwortung bekommen und in dieser Eigenverantwortung sich um ihre Belange kümmern und dafür eine Förderung und eine Unterstützung der Stadt bekommen. Quasi ein Ansporn zur aktiven Bürgergesellschaft. Dort, wo die Eigenleistung nicht mehr erbracht werden kann, aus welchen Gründen auch immer, dort, wo Menschen auf andere Hilfe angewiesen sind, ist auch die Kommune gefragt. Das ist das Thema der Solidarität. Wir müssen uns als Kommune solidarisch zeigen. Nicht nur mit denjenigen, die aus anderen Ländern aufgrund von Verfolgung oder Krieg zu uns kommen, sondern auch mit denen, denen es hier bei uns nicht oder nicht mehr gelingt, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Ob durch Unfall oder Tod eines Verwandten oder durch Verlust der Arbeitsstätte, wie auch immer. Hier ist die Solidarität der Stadt gefragt, in Beratung, in Begleitung, in Betreuung, auch in der Zurverfügungstellung von Herberge, von Einrichtungen, wo sie zumindest befristet auch gut leben können, wohnen können. Neben der Solidarität ist das Prinzip der Retinität auch in der Kommune von großer Bedeutung. Retinität meint die Nachhaltigkeit, das nachhaltige Wirtschaften. Nachhaltig wirtschaften und vernetzt denken. Wir können nur so viel Ressourcen verbrauchen, wie auch nachwachsen, hat sich der Waldbauer seinerzeit gedacht. Der Begriff der Retinität kommt aus dem Waldbau, aus der Waldbewirtschaftung. Und in Fürstenfeldbruck, in einer Kommune wie Fürstenfeldbruck, haben wir natürlich auch endliche Ressourcen. Zum Beispiel die Fläche. Wir können Flächen nicht unendlich ausweisen zu Bauland oder zu Gewerbegebieten. Wir müssen sorgsam mit unseren Flächen umgehen und dort, wo wir Flächen neu versiegeln, müssen die auch optimal genutzt werden. Zu guter Letzt der Begriff des Gemeinwohls. Alle unsere Entscheidungen müssen letztendlich darauf auch ausgelegt sein, dass sie der Gemeinschaft, der Stadtgemeinschaft dienen. Wir können nicht Einzelentscheidungen treffen, die nur einer gewissen Klientel zugutekommen. Außer natürlich, wenn diese Entscheidungen, die einer Klientel zugutekommen, auch gleichzeitig der Stadtgemeinschaft, dem Gemeinwohl zuträglich sind. Das gilt es zu berücksichtigen. Personalität, Subsidiarität, Solidarität, Retinität und Gemeinwohl. Meines Erachtens nach wie vor Prinzipien, auf denen kommunale Stadtpolitik gut aufgebaut und aufgesetzt werden kann.